So, und da sind wir zurück. So, gerade wo ich eingeschaltet habe, kam eine Nachricht, kam gerade eine Rechnung rein. Also hier zahlen wir schon 4.174. Ja, wir werden umziehen. Die Rechnung, die können Sie sich schenken. Die ist mir egal. Die zahle ich nicht mehr. Ich ziehe hier aus. Ist die Frage, wie lange ich mir das andere Haus leisten kann. Reisen, Job, wo haben wir das? Oh, könnte ich selber sogar übers Handy bezahlen. Hier, Haushalt umziehen lassen. Sie ist ja im Moment hochschwanger. Und da ruft sie schon an. So, wo ist mein Red Bull? Hier. So, da. Das nehmen wir. Möbel behalten. Ja, möchte ich behalten. Möbliert, ja. So. Wahrscheinlich kostet uns das pro Woche so 20.000 bis 30.000 die Hütte. Es ist fraglich, ob wir das lange machen können, da drin. Oder ob ich es doch übertrieben habe. Das wird sich herausstellen. So, dann stopp. Denn jetzt haben wir ja, eigentlich sollten wir alle Möbel jetzt haben. Alles ist hier. Das ist sehr schön. Wir haben sogar noch ein bisschen Deko zu irgendwas also Mögliche. Wir werden aber nur das Notwendigste. So, das heißt, das können wir verkaufen. Können wir beide. Diese Lampen ebenso. Oder? Ja. Haben wir überall Lampen, bis auf. Nee, wir haben überall Lampen. So, was ist das hier? Was ist denn das? Deko. Das ist ein Schrott. Ach, das ist ein Licht, ist das? So, das Handtuch behalte ich mir. Hier, das ist ein schickes Bild. Das klatsche ich irgendwo schon mal hin. Ach, hau ab. Hier, das kann ins Bad irgendwo rein. Ist doch ein Bild. Ja. Schmetterlingsbild. Was haben wir hier? Das ist auch eine Lampe. Dann ein Spiegel. Wieder eine Lampe. Das ist auch ein Spiegel, glaube ich, oder?
Strahlenwerfer. Sieht aus wie ein Spiegel oder so. Ich weiß nicht, braucht man das? Bringt das was? Sind wir Licht? Nö. Toll. Zack. Kommt auch weg. Dann, was haben wir hier? Auch ein Spiegel. Was ist das? Ein Gelegenheitstisch. Ich habe hier Möbel dran. Deckenlampe. Das ist auch wieder eine Lampe. Jetzt kommt in die Küche. Hier müssen wir die Wände wieder normal machen. Dann hier haben wir einen Tisch. Der kommt auch. Nee, den weiß ich noch nicht. Hier. Ach, da sind unsere Pflanzen auch dabei. Was ist das? Ein Meisterwerk. Genau, hängen wir gleich mal Bilder auf. Hier muss ich echt eines runter. Ja, was kommt hier hin? ein anderes? Hätten wir irgendwo ein anderes Bild? Was ist das hier? Meisterwerk. Sieht aber schick aus. Sieht doch richtig toll aus. Was ist denn... Was ist denn das Bild hier? Klassisches. Ich sollte mehr klassische malen. Das ist richtig geil. Tonnenweise. Somit würde ich die auch einfach verkaufen dann, wenn ich Kohle brauche. So, das kommt auch weg. Ach, soll ich alle verkaufen. So, hier sind die Bäume. Was haben wir hier? Ein Teppich oder was? Ja. Das ist voll hässlich. Hier habe ich meine Sesseln, die brauche ich jetzt nicht mehr. Bücher? Cool. Ich hätte hier auch einen Durchgang machen können. Ach, das lassen wir mal so. So, Dusche. Ein
Komm weg, WC, Fernseher, wo ist der Fernsehtisch? Hier. So, oder? Dann Laufband. Den können wir auch verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Musikanlage. Die stellen wir auch hier rein. Aber die können wir hier hinstellen. Dazu möchte ich dann noch hier einen gemütlichen Lesesessel. Was hatte ich eigentlich da hinten jetzt vor? Sollte das der Fitnessraum vielleicht werden? Nee, hier Fitnessraum. Hier Fernsehen, was hier? Leseraum? Keine Ahnung. Stelle ich den dann mal einfach da hinten hin. So, da. So, der Mülleimer, der kommt auch weg. Das kommt auch weg. Was ist das hier? Auch eine Pflanze, WC, Tisch. Das brauche ich auch nicht mehr. Mülleimer. Das müsste auch ein Spiegel sein, da habe ich 4 Stücke davon. Dann ein paar billige Sesseln. Ach, das war verdammt. So, auf dem Schreibtisch der Sessel. Rauchmelder habe ich gar keinen installiert, genau. Mal hier die Wand machen. So. Dann werden wir diesen Tisch hier nehmen. Genau, hier könnte ich das Büro machen. Ja, das mache ich auch hier rein. Sie werden ja ein bisschen zusammensitzen alle. So, dann. PC dazu, so könnte ich gleich die Toilette drunter stellen, da müssen sie nicht auf die Toilette extra gehen. So, Staffelei. Hier haben wir was für die Küche, Waschbecken. Hier irgendeinen tollen Teppich. Packen wir hin. Das kommt in die Galerie nach oben. Die so keine Kaffeemaschine, was ist das? Arbeitsplatte. Hier ein paar Bücher. Und dann ein Bücherregal. Was habe ich hier? Was mit dem Geschirr? Das brauchen wir auch nicht. Das ebenso wenig. Das auch nicht. Was ist das? Leinwandregal. Packen wir hier dazu, ja. Hier
Hier ist ja auch die Malecke. Der Denker. Den packe ich hier einstweilen hin. Das ist für ein Uraltrechner. Ein Schriftsteller. Habe die Ehre. Weg damit. So, hier ein kleines Blümchen. Das stelle ich hier. Wo stelle ich denn das hin? Zum Schreibtisch. Das kriegen die auf das Nachtkästchen. Diese Rose. Was ist das? Umgebung. Was auch immer das sein soll. Das ist irgendein komisches Licht. Genau, das wäre ideal für die Säulen oben, aber weg damit. Kaffeemaschine, weg damit. Hier eine Anlage. Die kommt auf jeden Fall nicht mit meiner gleich, aber ich stelle sie trotzdem dazu. Ich kontrolliere die Anlagen mal. Das war genau hier. Die, und ich habe diese. Ja, dann werden wir sie auch verkaufen. Oder das kommt auch weg. Oh, noch so ein tolles Bild. Oh, Messerset. Das kommt in die Küche. Das habe ich noch gar nicht. Dann brauche ich die Wand wieder. So, oder? Und hier das Bild hin. Was ist das? Hol irgendeine Teko, also ich freigeschaltet. Wo? Ach, bei Silber Level. Hochzeit auf Silberlevel oder höher. Aha. Da habe ich einige Sachen freigeschaltet. Cool, was ist denn das Tolles? Das sieht doch cool aus. Da stelle ich mir hier rein. Das gefällt mir. Wo ist der Eingang? Hier. Stelle ich hier mitten in den Raum rein. Sieht total schick aus. Und das werde ich auf die Bar hier hinstellen. Diese Leinwand stellen wir auch dazu hier. Die stellen wir hier hin. Hier machen wir mal wieder die Räume anders. Mikrowelle weg. Kaffeemaschine weg. Das kommt auf den Tisch. Dup-di-dup-di-dup. Das Buch, Hausaufgabenbuch, kommt aufs Regal. Der Rest muss in die Galerie. Was haben wir hier? Ach, das ist auch eine Pflanze. Hier ist die Gitarre. Hier
Hier ist mein Meteorit. Stelle ich da oben hin. Packen wir hier dazu. Kühlschrank. Was ist, also sind Figuren? Ja, alles Deko, da muss ich noch Regale aufstellen. Gut. Das waren echt alle. Ne, hier. Ist noch ein Bild. Hier noch welche. Hier ein Schlafzimmer, da kommt auch noch ein Bild hin. So, haben wir die Bilder jetzt alle ausgeteilt. Genau. Hier ist ein WC, das ist aber das schlechte WC, oder? Nee. Gut, dann haben wir das hier. Und dann können wir hier wieder zurückgehen in den normalen Modus. Wir haben 92.000 jetzt. Oh, sieht richtig geil aus hier, also. Ich bin schon stolz jetzt auf mich. Das Haus ist richtig schön geworden. Ich finde das richtig toll. Was darf er machen? Er muss in 6 Stunden arbeiten, dann wird er auch befördert. Ja. Kann man instuell tun und lassen, was er will. Sein Inventar allerdings, das behält er mal so, das müssen wir später dann wieder anpflanzen, eventuell, falls wir das brauchen. Dann, so, ich habe leider gar nicht auf die Uhr geguckt, die Zeit ist sicher schon um. Bei ihr, sie muss auch in 6 Stunden arbeiten, die haben fast die gleiche Arbeitszeit. Bei ihr ist auch alles soweit gut. Und hier im Buch angesteckt. Aha. Wo ist denn das her? Arbeit mitgenommen oder was? Du hast hier auch alles erfüllt. Du musst in 3 Tagen arbeiten. Somit kannst du jetzt nach der Reihe alles verbessern. Hier rennen. Verbessern. Sofortiges Verbessern. Was bringt das alles? Was können wir denn hier machen? Selbstreinigend. Wärmesensor, cool. Aha. Oh, kostet schon jede Menge an Teilen. Gewöhnliche Tuning-Teile für Kühle. Ah, Küche. Sofortiges Verbessern. Was macht unser Sonnenschein? 2 Tage zur Arbeit und sie muss Klavier lernen. So. Ah, kann sie auch schreiben. So, sitzen, üben. Ach, sie war im Pool schwimmen. Was kann man da jetzt eigentlich machen? Runde schwimmen, ja, und hier hin schwimmen. Cool. Hast du da alles verbessert? Ja, sehr fein. So, ein Kühlschrank. Sieht hier aus.
Haben wir das Auffrischer? Verstärkte Tür. Okay, können wir also nicht alles machen. Aber zumindest einiges. Unkaputtbar. Du weißt doch gar nicht, dass du das tust. Bohr dir einfach mit Schraubenzieher ein paar Löcher an rum. Du hast doch gar keine Ahnung, Typ. Ich hätte die ganzen Elektrogeräte ausschlachten sollen. Ich dachte, bei Geschick ist der schon ganz oben. Ja, wir werden diese Folge jetzt beenden und sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter. Mal gucken, wie weit sie noch braucht, bis sie das Kind bekommt. 12 Stunden, dann ist sie im zweiten Trimester. Was auch immer das heißen mag. Sind es vielleicht auch ein Trimester, ein Monat? Oder wird das gezählt? Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Werde ich dann schon sehen. Hier ist es ja richtig hell in den Gang. Und das mit einer Lampe. Okay, für einen anderen Räumen strahlt auch was raus. Hier ist ein bisschen dunkler. Ich finde es richtig geil. Wie sieht denn hier das Wasser aus? Na cool. Ja, der springt über. Ist doch geil. Treffen sich fast beide in der Mitte. Aber sieht cool aus. Der gefällt mir auch richtig gut. Also es ist schon ein geiles Haus. Das muss man schon sagen. Ja, sie hat richtig einen Bauch inzwischen. Was ist denn du für ein Höschen hier an? So, gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!